Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und ich habe heute einen ganz besonderen, speziellen Gast. Es ist ein ehemaliger General, nämlich Hans-Lothar Domröse. Soll ich jetzt sagen Herr General oder im Zivilgebrauch Herr Domröse? Sagen Sie, bleiben Sie bei Herr Domröse. Vielen Dank für die Einladung, Dr. Brinkmann. Bin gerne hergekommen. Dürfen Sie das eigentlich verwenden, wenn man Sie anspricht mit Herr General? Sie sind ja ausgeschieden aus dem Dienst. Wissen Sie, Generale, they fade away, wie es so schön heißt. Viele nennen mich nach wie vor General. Das ist nicht unangenehm, ist ja kein schändlicher Titel. Ich lasse das genauso zu, wie meinen Namen zu nennen. Die Militärs, die aktiven Militärs und die ehemaligen, die mich noch kennen, die sagen alle durchweg, Herr General. Ja. Das ist so Tradition, würde ich auch zu einem Älteren sagen. Also das ist, heute spielt das für mich keine so große Rolle mehr. Und nur mal so, ich war zwar auch bei der Bundeswehr, aber zum General habe ich es nicht gebracht. General ist die höchste Stufe. Die höchste Stufe. Davor ist Generalleutnant, Generalmajor, Generaloberst. Nein, Brigadegeneral. Brigadegeneral. Sie haben vollkommen recht. Also, oder auch im einfachen Soldatenjargon, Vier-Sterne-General, nicht? Das ist supergeht. Man sagt ja zu allem, Herr General. Ja, richtig. Ja. Ja, aber Sie heißen nur General. So ist das, ja. Sie sind 2016 aus der Bundeswehr ausgeschieden, 1975 Leutnant geworden, haben eine sehr steile Karriere oder eine stetige Karriere gemacht bis zum General. Und Sie waren der Einzige und Erste, glaube ich, der vom Afghanistan-Einsatz, wo Sie nämlich als General waren, von einem Krieg gesprochen hat. Das war verpönt damals. Das ist richtig, denn es ist ja völkerrechtlich kein Krieg. Es ist ein internationaler Konflikt und es ist keine Kriegserklärung von Deutschland oder irgendjemand gemacht worden. Insofern ist es formal kein Krieg. Aber das soldatische Bewusstsein, wenn hier die Granaten fliegen und dort die Soldaten verletzt werden, weil sie auf eine Mine gefahren sind, um zwei Beispiele nur zu nennen, dann empfinden die das als Krieg. Wir waren ja auch geschützt wie Soldaten in einem Einsatz. Insofern war das Bewusstsein Krieg. Und es war der Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg der Erste, der gesagt hat, jetzt habe ich das gesehen, jetzt habe ich es verstanden, das kann man Krieg nennen. Ja, und Sie waren noch im Kosovo. Ich erzähle das deswegen, damit wir zu der Einschätzung kommen, warum Sie sich jetzt ständig zum Ukraine-Krieg äußern. War der Kosovo-Einsatz gefährlich? Man hat so das Gefühl immer hier gehabt, das ist so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Ich war Angehöriger des dritten Kontingents, also zwei Kontingente vor uns, je vier Monate. Also ich war sozusagen zum Ende des ersten Jahres. Und da war es nicht mehr gefährlich, zumindest nicht brandgefährlich. Das erste Kontingent war voller Spannung, weil man nicht weiß, wie reagiert der Serbe auf den Rückzug, der vereinbart war. Wehrt er sich oder geht er einfach etappenweise fair zurück? Und das hat er gemacht. Aber da war die Spannung viel größer. Und das erste Kontingent hat natürlich auch noch die Toten auf der Straße gesehen und die Toten aus dem Brunnen gezogen. Also ganz andere Bilder, als wir acht Monate später erlebt hatten. Und acht Monate später, kann man sagen, war die Situation instabil, aber nicht gefährlich. Also das darf man jetzt sich da nicht zu sehr zum Helden machen. Es war unangenehm, es war unbequemer. Wir hatten nicht immer fließend Wasser, wir hatten alle Male nicht immer Strom. Aber es war nicht gefährlich. Ja, und dann sind Sie zum Schluss Kommandeur gewesen. Ich suche das gerade mal, ich kann es am besten gleich sagen. Allied Joint Force Command Brunsum. Brunsum oder Brunsum? Brunsum, sagen die Niederländer auch. Brunsum. Was war das für ein Einsatz oder für ein Kommando? Das ist eins der zwei operativen Kommandos, die die NATO hat. Sie hat das höchste Kommando in Shape Mons in Belgien. Da sitzt der Amerikaner, unser Sakeur, der oberste Befehlshaber der NATO in Europa. Der hat zwei Kommandos, die für ihn, wenn Sie so wollen, die operative Arbeit machen. Das eine ist in Neapel von einem amerikanischen Vier-Sterne-Admiral geführt. Und das andere ist in Brunsum, das war meins, von mir geführt. Und ich war zuständig einmal für Afghanistan, für den Afghanistan-Einsatz. Und zuständig für die Verteidigungsvorbereitung von Ungarn bis England, sozusagen die Nordhälfte Europas. Verteidigungsvorbereitung, wo war denn der Feind? Naja, der war im weitesten Sinne von Irak, was das Raketenpotenzial anging. Eine Überlegung, ob die weitreichende Raketen eines Tages produzieren würden können, wie man den Schirm konstruiert. Und zum anderen war es natürlich eine Beobachtung, feindlich in dem damaligen Sinne, aber doch
eine Beobachtung wert waren die Russen alle Male mit ihrer Flotte im Norden, wie weit das Nordmeer im Atlantik eine große Rolle spielt, weil sie dort auch Manöver abgehalten haben. Und natürlich Kaliningrad sozusagen als Juwel mitten in Europa, als ein bestimmtes Territorium, worauf wir immer geachtet haben, stehen da Mittelstreckenraketen oder nicht und was wollen die dort machen? Das war 2016, das war 2 Jahre nach der Besetzung der Krim. Das heißt, sie haben die russische Armee durchaus nicht nur für kampffähig gehalten, sondern auch als Feind betrachtet. Nein, wenn Sie so wollen, kann man das so sagen. Wir haben sie aber sehr sorgfältig beobachtet. Wir haben 2014 als erste gemeldet, die Russen sind drin und bewegen sich auf der Krim. Sie haben ja den großen Hafen, sie sind da eingesickert, wenn wir so wollen. Sie erinnern sich an das Bild der grünen Männchen. Die haben das da nicht ungeschickt gemacht, wenn man es nur rein militärisch handwerklich sieht. Sind tropfenweise eingesickert und standen dann plötzlich an den strategischen Kreuzungen und haben gesagt, hier ist kein Durchkommen hier, das vergesst es und zieht ab. Und im Wesentlichen ist die Krim rein handwerklich, nicht völkerrechtlich, völlig klar, dass es eine Annexion ist, die völkerrechtswidrig ist. Aber handwerklich haben die das viel besser gemacht, als sie es jetzt machen. Man sagt immer, oder Sie sagen es ja jetzt auch so leicht, die haben wir beobachtet. Wie beobachtet man denn eigentlich Truppenbewegung? Hören Sie den Funkverkehr ab? Ja. Ja? Hören Sie alles? Hören Sie Telefone ab? Haben Sie Satelliten? Ja, was über kriegen Telefone Sie jeden kann Tag ich nicht sagen, das haben wir nicht gemacht, das macht die Truppe nicht. Das machen die Dienste, Sicherheitsdienste, CIA, Bundesnachrichtendienste und alle möglichen Dienste. Was auch immer die machen, weiß ich nicht im Detail, aber die würden Telefone abhören können. Wir Militärs nicht. Wir haben vom Satelliten bis zum Flugzeug traditionelle Aufklärung. Am einfachsten ist sich vorzustellen, Flugzeug, das guckt etwa 200 Kilometer in die Seite. Man fliegt also einmal lang und dann gucke ich 200 Kilometer rein und dann sehe ich ja noch eine ganze Menge. Und dann gibt es speziell geschulte Soldaten, Fachleute, das bin ich natürlich nicht, die Bildauswerte. Offiziere oder Unteroffiziere, die wissen ganz genau, aber Sie gehen als General mal hin und dann sagen bestimmt, ich würde fast gar nichts erkennen. Ja, ich kann damit nicht viel erkennen. Aber die Bildauswärter, das ist ein richtiger Lehrgang, die alles einzeln genau wissen, die können das unterscheiden. Ich würde dann nur Schatten sehen und sagen, das können LKW sein. Und der kann dann sagen, das ist ein LKW des Typs, der hat Munition geladen und das ist ein Panzer. Jetzt kommen wir mal auf das aktuelle Geschehen, Ukraine. Ja. Das wird ja nicht wesentlich anders sein, als es 2016 war. Das heißt, wie weit können wir denn gucken? Wir, meine ich, die NATO und die Dienste. Wir hören mehr. Man liest ja immer, die britischen Geheimdienste sind gut informiert. Ich lese nicht, dass der BND gut informiert ist. Von wem kommt das und wer sammelt das in der Ukraine und über welchen Bereich? Also das muss ich jetzt einfach unterstellen, weil ich es nicht exakt weiß. Es sammelt jeder. Es wird gesammelt, was das Zeug hält. Dann werden die Israelis sammeln, die Türken sammeln, die Deutschen, der BND sammelt und die Militärs sammeln auch noch und die Briten natürlich. Ja. Also jede sammelt. Wir sprechen heute so viel von den Briten, weil wir einen gewissen Change haben in der Politik. Die amerikanischen und britischen Geheimdienste haben bis jetzt immer close shop gemacht, immer nichts gesagt. Auch den Deutschen nicht? Nix. Naja, doch schon, es gibt Abmachungen. Aber im Grunde, nach außen ist nichts gesickert. Die haben das gedreht seit etwa 2 bis 5 Jahren, weiß ich gar nicht genau, und haben gesagt, wir gehen damit offensiv um. Mhm. Wir sagen das und sie sagen es warum? Sie sagen es uns und so laut den Zeitungen und den Medien, damit der Russe das da nachlesen kann und nachvollziehen kann und sagen, die wissen genau, wo wir sind. Genau, wenn sie so wollen. Das ist der Sinn. Also ein völlig Umdrehen der Policy. Früher war immer geheim, geheim, geheim. Ja. Heute wird veröffentlicht, veröffentlicht, veröffentlicht. Ja. Und stimmt das auch? Können Sie das mit Ihrem Wissen aus vergangenen Zeiten beurteilen, was fake ist und was real ist? Ja, nicht im Einzelnen, aber die Menge macht's. Die Menge und die Vergleichsbilder machen's. Sehen Sie, ich habe mit einer amerikanischen Firma Kontakt, Data Miner genannt. Die wertet zum Beispiel nur Twitter aus. Und da die jungen Leute heutzutage alles knipsen, ich bin hier, guck mal, hier bin ich da, guck mal, hier habe ich das Essen, die knipsen alles, was in der Gegend ist. Ach, guck mal, da fährt ein Panzer vorbei. Da fliegt ein Flugzeug oder ein Hubschrauber. Da gibt es Millionen von Daten pro Stunde, die werten das aus mit einem bestimmten Algorithmus. Und dann muss man nur noch die Region eingeben, die man betrachten will. Alles öffentlich zugänglich. Das machen Sie zu Hause?
Können Sie machen, können Sie auch machen. Jeder kann das machen, kann da eingoogeln sozusagen, einklicken und die Region machen. Sie können auch heute sozusagen ja sehen, Sie können sich das Alpenbild zu Hause angucken, weil da irgendwelche Kameras sind. Können Sie auch machen. Also so geht das dort heutzutage auch. Aber kommen wir zum Schlachtfeld Ukraine, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Ja. Ja, und Sie gucken sich das jeden Tag an, aus Spaß, aus Neigung, aus Nicht Neugier. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. So. Und das können Sie dann auch erklären für sich selber, oder? Ist das so in der Regel, verschlüsselt ja, was oder so weit aufgenommen, dass man das ohne Hilfe von außen nicht erklären kann? Naja, es gibt dann die Geschichten der britische Geheimdienst, der dann veröffentlicht hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das die 82. Brigade oder die 95. Das kann ich nicht. Aber Sie können sagen, da ist eine Ansammlung von Soldaten. Genau. Und mit da den ist Waffen sowieso. Ja, ja, mit den Panzern oder so. Oder wie wir jetzt wissen, da kommen 1 bis 2 Militärzüge pro Woche an, die Material und Menschen, also Soldaten, aus der Teilmobilmachung nach vorne bringen. Das sehen die. Gut, ich sehe da nur Menschen oder so und die können das näher verfolgen. Das mache ich nicht. Wenn das so ist, dass 1 bis 2 Züge die Woche kommen, ja, dann ballt sich da doch unglaublich was zusammen. Naja, es ist erstmal eine Riesenfront, das darf man nicht vergessen. Ich rede jetzt von den 4 annektierten zusätzlichen Provinzen. Von Cherson im Süden bis Charkiw, der zweitgrößten Stadt im Norden, Donbass, also die 4 kleinen Republiken, wenn wir so wollen. Bundesstaaten, würden wir dazu sagen. Das ist eine Strecke von 1500 Kilometer. Also weiter als von Flensburg bis München. Und da brauchen Sie alleine an Verpflegung jede Menge Brote pro Tag. Oder Steaks, würden die Amerikaner sagen, was auch immer. Sie brauchen Munition. Die Russen verschießen etwa 50.000 bis 70.000 Schuss Artilleriemunition pro Tag. Das sind ja unvorstellbare Mengen. Und Material und Menschen und die 200.000 Menschen, die der Präsident Putin im Herbst teilmobil gemacht hat. Die sind ja ausgebildet, die müssen jetzt langsam nach vorne kommen, denn vorne werden ja die Toten zu beklagen sein und nicht hinten. Also vorne fällt ein russischer Soldat im Kampf um Bachmut, um eine Stadt zu nehmen, die jetzt hier umkämpft ist, seit Monaten umkämpft ist. Und dieser tote Soldat wird beerdigt, nach hinten gebracht und kommt ein neuer Soldat nach vorne. Also der Personalaustausch ist natürlich eine große Funktion. Wenn Sie die Bilder sehen jetzt aus diesen Tagen, ja, was ist denn für Sie die Schlussfolgerung? Sie lesen ja auch die Erklärung dazu und können das anders beurteilen als ich als Laie, ja, der das liest. Und Sie lesen vielleicht daraus was völlig anderes, wenn die Bewaffnung so ist, plötzlich anders ist, als sie vor ein paar Wochen war. Ja. Zum Beispiel. Naja, man rätselt ja allgemein und sagt, wann kommt denn die Frühjahrsoffensive? Ja, und beide wollen ja eine Frühjahrsoffensive. Wir dürfen ja nicht vergessen, beide Seiten wollen ja genau das Gleiche. Mit anderen Vorzeichen. Und wir dürfen nie vergessen, dass die Ukrainer die Opfer sind und die Russen die Täter. Aber sie wollen das Gleiche, nämlich die Ukraine halten oder zurückerobern. Ja. Völlig klar. Also denkt man jetzt, es ist der Zeit, Frühjahr aufgemuntert, alles nach dem Winterschlaf, jetzt rein in die Frühjahrsoffensive und den Punch machen. Ja. Und der kommt. Würden Sie das als General auch so sehen, ja, und sagen, die Gelegenheit ist jetzt günstig? Nee, ist sie noch nicht. Ist noch zu matschig. Also die Trockenheit setzt erst im Mai ein. Also man kann jetzt sagen, Frühjahrsoffensive kann auch im Mai stattfinden. Ist ja noch nicht Sommer. Das ist ja zum Glück dehnbar, ja, der Begriff. Aber jeder erwartet nach einem Jahr, dass die eine oder die andere Seite jetzt einen entscheidenden Raumgewinn macht und damit dem Gegner zu Verhandlungen oder an den Verhandlungstisch sozusagen bomben will. Was würden Sie denn als General jetzt empfohlen haben? Na, den Russen hätte ich schon lange empfohlen, wenn ich so will, rein militärisch. Eine Großmacht muss Geschwindigkeit aufnehmen, muss irgendwo durchstoßen. Das machen sie nicht. Sie popeln seit 7 Monaten mehr oder weniger in einem Stellungskrieg rum. Warum ist das so? Das ist die sind ganz doch nicht dumm. Nein, die Russen, ich unterstelle keinem Dummheit. Das zeigt nur, dass die Russen keine Kriegskunst können oder anders ausgedrückt, wenig Kriegskunst und zusätzlich die Ukrainer ordentlich verteidigen. Mit Schützengräben, mit Minen, mit Beweglichkeit von A nach B hüpfen, weg sind und wieder auftauchen wie ein Igel und wieder abtauchen und das so geschickt machen, dass die Russen einfach nicht weiterkommen.
Ja, und wozu brauchen Sie denn unsere Leopard-2-Panzer? Ja, die Russen, der russische Generalstabschef hatte zu Beginn des Krieges nach eigenen Aussagen 1000 Panzer. Er hat jetzt noch 300. Und das ist eine Mathematik, wo Sie ausrechnen, wann der auf Null geht. Denn der Krieg geht ja weiter. Es wird ja jeden Tag geschossen, es wird jeden Tag Leid und Terror verbreitet und jeden Tag gestorben, auf beiden Seiten. So tragisch das ist. Und wenn wir jetzt uns einfach nur die Nationen angucken, um mal ein Gefühl für Zahlen zu entwickeln, denn viel ist ja auch Kriegskunst, hat was mit Grundrechenarten zu tun. Da können wir 40 Millionen Ukrainer, davon 10 Millionen vertrieben und auf der Flucht. Und weiß ich, wie viele tausend Tote und kaputte Infrastruktur. In Russland 140 Millionen Einwohner, also schon mal das 3- bis 4-fache. Kann 25 Millionen Reservisten im Extremfall mobilisieren, die anderen nicht. Hat 20.000 Panzer und hat damit von daher das Mengen, den Mengenvorteil. Er ist dabei, der Russe, weiterhin das Kräfteverhältnis zu seinen Gunsten an der Front zu verändern. Das heißt, die Aussage, dass die Ukrainer den Krieg gewinnen können, nicht könnten, ist falsch. Nein, sie können auch aus Unterlegenheit heraus durch Witz und Taktik und Schnelligkeit natürlich eine Menge zaubern und machen. Das würde ich nicht von vornherein als falsch einschätzen. Aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist doch relativ begrenzt. Oder ich bin sehr skeptisch, dass man den ganzen Streifen, 1500 Kilometer Länge, 100 Kilometer Tiefe, rückerobert. Ich gönne denen das. Ich wünsche denen das. Aber Sie glauben nicht, dass das machbar ist. Nein, und da werden Sie auch mit unseren 18 Panzern nicht viel weiterkommen. Sie werden aber mit den Panzern, mit dickem Blech als Schutz, mit einer guten Kanone, mit einer guten Radaranlage, also Optronik, werden Sie hier und dort ordentlich gegenstoßen können. Kein Gegenangriff, Gegenstoß. Das ist sozusagen ein kleiner Gegenangriff in Adorf, in Bedorf oder in Bachmut. Was macht denn den Leopard so begehrenswert? Ich meine, Sie sind da bestimmt schon tausendmal drin gesessen. Ja. Ich noch nie. Es ist seine, wenn Sie so wollen, Panzerschutz und Geschwindigkeit, die Kombination aus stabiler Kanone bei Geschwindigkeit und Optronik kann das Ziel halten. Wuchtig, er ist auch dem T-Sowieso-Modell überlegen in der Reichweite. Das heißt, wenn er ihn erst sieht und dann schießt auf größere Entfernung, ist das natürlich ein Vorteil. Also er bringt diese ganzen Elemente mit, die im Vergleich zu den russischen Modellen, die wir jetzt sehen dort vorne, überlegen ist. Und das wünscht sich natürlich jeder, wie man so schön sagt, Informationsüberlegenheit muss zu Wirkungsüberlegenheit führen. Und das schafft der Leo 2. Aber nur örtlich. Mit 16 Stück können Sie natürlich nicht 20.000 Panzer niederschießen. Ja, und was mich wundert an dem, was Sie gerade gesagt haben, der russische Panzer, den Sie haben, der neueste, ist dem Leo unterlegen. Ob es der neueste ist, weiß ich nicht. Das neueste Modell haben wir vorne noch gar nicht gesehen. Er hat jetzt sehr viele alte Modelle, die er aus den Depots offensichtlich holt. Die neue Produktion hat er angeleiert jetzt, angeworfen mit Kriegswirtschaft. Die Russen scheinen in der Lage zu sein, etwa 20 Panzer pro Monat produzieren zu können. Das ist viel. Ja. Ob die dann, wie gut die sind, das lasse ich jetzt alle mal daher. Ich kenne nur die Zahl. Aber sind sicherlich ordentlich, besser als nichts. Und das ist eine große Zahl. Und Sie sehen, das ist jetzt ein Abnutzungskrieg. Was wir jetzt sehen, ist ein Abnutzungskrieg. Bachmut als Stichwort. Dieses Trauerspiel im Donbass, wo sich die beiden Seiten eigentlich nicht vorankommen. Das ist ja kein großer, für die Russen kein großes Vorankommen und für die Ukrainer auch kein Vorankommen im Sinne der Rückeroberung. Na gut, sie hängen fest. Aber für die Russen, wenn ich das mal so als militärischer Laie sagen darf, die wissen, dass ein paar Kilometer hinter ihnen stehen Reservepanzer bereit. Mhm. Und die Ukrainer, wenn sie die 18 Leos nicht mehr haben, verlieren, da steht kein neuer Leo bereit. Der sehr schwungvoll und empathisch angefangene Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in seinem Tagesbefehl gesagt, bei dem Krieg, bei dem russischen Überfall in der Ukraine
geht es um die Freiheit Europas und um die Sicherheit der Welt. Wir werden, wir Deutsche werden so viel unterstützen, wie wir können. Also, da, wie viel können wir denn? Ja, wir haben, glaube ich, 300 oder 350 Kampfpanzer. Zu Ihrer Zeit hatten wir noch 4.000. Nicht? Ja, wahrscheinlich, ja, ja. Aber das ist natürlich eine politische Frage, wie viel sie geben wollen. Aber wir Militärs, um das auch deutlich zu sagen, sprechen immer von einem, es gibt ein operatives Minimum. Das würde man sicherlich definieren, das weiß ich heute nicht mehr. Und das Minimum berechnet sich danach, wie viel Verteidigungsgerät braucht die Bundesrepublik Deutschland, um sich selbst notdürftig verteidigen zu können. Das wäre so das Minimum. Was ist Ihre Antwort? Ja, da würde ich, weiß ich, das weiß ich nicht. Also man sagt ja, wenn ich den Pistorius nochmal zitieren darf, der hat ja jetzt kürzlich gesagt, die Bundeswehr sei nicht verteidigungsfähig. Also dann haben wir das Minimum schon unterschritten. Ja, und ein Inspekteur hat auch gesagt, die Bundeswehr steht nackt da. Blank hat er gesagt, ja, wenn ich das so korrigieren darf, das ist richtig. Und sie steht ja heute nicht besser da, denn die Haubitzen, die Schützenpanzer und Kampfpanzer, die wir jetzt abgeben an die Ukraine, sind ja nicht ersetzt. Das heißt, wenn er schon schlecht stand zu Beginn des Krieges, steht er heute real schlechter da, weil wir ihn abgegeben haben. Haben Sie eigentlich Kenntnisse, ob diese Panzerhaubitzen noch aktiv sind in der Ukraine? Ja, man sieht immer... Sie hätten eine... Man sieht einige, Katrin Eigendorf, die bewundernswerte Reporterin, ja, die wir aus dem Fernsehen kennen, die mehrfach ja, berichtet aus dem Land, hat gerade kürzlich wieder von Soldaten in einem bestimmten Abschnitt berichtet. Und da war die deutsche Haubitze zu sehen. Also, sie scheint noch da zu sein. Eine funktioniert noch. Naja, das habe ich nicht gesagt. Ich nehme mal an, alle. Sie sind ja als General hier, als General AD, um uns mal zu erklären, was da vor sich geht. Wie lange können die Ukrainer denn das wirklich durchhalten? Sie haben ja auch einen Satz gesagt über den sowjetischen Militärpolitik zerstören. Das können die Russen geradeaus fahren, Walze, Walze, Walze reinschlagen. Und dann haben wir Tschetschenien und Aleppo. Ist das so? Na, die Bilder, die wir jetzt sehen im Fernsehen, die zeigen das ja. Bachmut ist ja im Grunde zertrümmert, zerschlagen. Die Ortsteile von Charkiw, die rückerobert wurden, sieht man ja auch, zerschlagen, zertrümmert. Nördlich Kiew, als die Russen dort waren und dann auch vertrieben wurden, sehr viel Zerstörung. Wir sehen ja sehr viel Zerstörung. Das erinnert in der Tat an das Erdbeben jetzt in der Türkei und Syrien oder auch an Aleppo, was seinerzeit zerschossen wurde. Also dort kann man ja nicht mehr leben, in diesen zerschossenen Dörfern. In Bachmut haben man diese Woche berichtet, lebt gar keiner mehr oder 5,5 Leute. Das war eine 50.000er Stadt oder so, oder eine Kleinstadt. Also man kann dort nicht mehr leben. Nicht? Insofern ist es schon dieser Vergleich mit Aleppo, der stimmt. Es ist sehr viel Zerstörung, auch für den Eroberer nicht erfreulich, wenn sie eine zerstörte Stadt erobern. Nicht? Also es ist handwerklich einfach ungeschickt, denn eigentlich, wenn man was erobert, dachte ich immer, dann will man das sauber haben und auch intakt übernehmen, denn so müsste er ja auch aufbauen. Was sie damals militärisch handwerklich in der Krim gemacht haben, war gut. Da ist kein Schaden, keine Toten gewesen. Was jetzt ist, ist genau das Gegenteil von gut. Das ist jetzt eine fürchterliche Schlacht, die zu Lasten der Ukraine geht und menschlich auch der Russen. Wieso? Aber nicht, dass Russland ist ja nicht angegriffen und es geht ja auch nicht darum, Russland zu zerstören. Es geht ausschließlich um den Überlebenskampf der Ukraine. Und wenn ich das noch anfügen darf, die Panzerentscheidung Bundeskanzler Scholz mit den Amerikanern zusammen und mit allen anderen zusammen, ist ja getroffen worden, weil die Lage am Boden so dramatisch schlecht für die Ukrainer läuft. Wenn man jetzt nicht hilft, haben die im Frühjahr bald nichts mehr. Wie erklären Sie sich denn als ehemaliger General, dass die Amerikaner so zögerlich sind mit der Lieferung ihrer Panzer? Ja. Sind die so gut, dass sie sie nicht rausgeben wollen, oder sind die so schlecht, dass sie... Also was bei jedem mitschwingt, ist natürlich die Sorge, dass das gute Ding plötzlich abgeschossen wird. Ja. Und dann ist es ja plötzlich nicht mehr so gut. Ja. Nicht wahr? Ja. Das schwingt, die sind doch unverwundbar. Ja, ja, das schwingt ja bei uns auch mit. Ja. Nicht? Also neben der Historie, neben dieser ganzen Historiengeschichte ist natürlich auch die Sorge, dass die Leoparden,
einerseits den Ukrainern sehr stark helfen, aber andererseits natürlich auch ein lohnendes Ziel sind für die Russen. Und die werden die Unbeschreibe machen. Also da hat jeder Sorge. So erobern, ne? Dann haben die angeblich eine spezielle Legierung, was den Panzerschutz angeht. Da würden sie auch ungern, die Amerikaner, dass den irgendeiner, den Abrams, der liegen bleibt, abgeschossen wurde, rübergezogen wird und sozusagen durch die Geheimdienste untersucht wird, was kann der so Besonderes, bis hin zur Elektronik, die drin ist, die man auch ungern in Feindeshand gibt. Also gibt es eine ganze Menge, wo man sagt, na ja, besser nicht. Ja, aber ein Panzer wird ja gebaut, um Krieg zu führen. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist ja kein amerikanischer Krieg, nicht wahr? Und da kommt jetzt der nächste Punkt. Es ist ja, wir ertüchtigen ja die Ukrainer, die Gerätschaften zu nutzen. Wir selbst sind ja nicht Kriegspartei und wir selbst nehmen ja nicht an dem Krieg teil. Ja, das wäre was anderes, eine amerikanische Kompanie. Der würde natürlich gehen, ohne Frage. Ja. Aber jetzt muss die amerikanische Kompanie, wir wollen es auch, eine deutsche Kompanie, die Leoparden abgeben. Sie bleibt blank zurück als Gewehrträger ohne Panzer. Und der eigene Panzer wird durch andere genutzt. Und da wird man sich immer fragen, wenn er abgeschossen wird. Und da konnten die das vielleicht gar nicht gut genug bedienen. Ich weiß es dann nicht. Ich bin die ganze Zeit sehr nachdenklich, weil sie das immer mit der Krim einbringen. Bei der Krim war das eine gelungene militärische Operation, weitgehend alles unzerstört übernommen. Warum bewegen sich die Russen denn jetzt so brutal und gewalttätig? Ich glaube, sie haben sich verschätzt. Sie, glaube ich, haben einfach eine falsche Lageeinschätzung gehabt. Sie haben vermutlich gedacht, weiß es natürlich nicht, vermutlich gedacht, wenn wir da anmarschieren und auftreten, gewaltsam, also kräftig, lange dann, Kolonnen. Nicht? Dann hauen die ab. Ja. Ich will das immer mal vergleichen mit dem Präsidenten Ghani aus Afghanistan. Der Präsident Ghani hatte eine Armee, die war besser ausgestattet als die Ukrainer. Die hatten wir ja durch Westen schon 20 Jahre lang trainiert und ausgestattet. Und da kommen die Taliban, nicht ausgebildet, auf Moped mit einer Kalaschnikow und dann haut der Präsident ab. Stellen Sie sich mal das vor, wenn jetzt Zelensky, weil sie die Kolonnen angesprochen haben, abgehauen wäre, wie gar nie am Tag, als die vor Kiew standen, dann hätten die Russen wahrscheinlich Kiew eingenommen und damit wäre die Ukraine weg gewesen. Möglicherweise. Weil man sagt ja, man muss die Hauptstadt wegnehmen, den Sender wegnehmen und dann geht's. Also, aber Zelensky ist geblieben. Die Ukrainer sind geblieben. Die Ukrainer wollten sich ihr Land nicht wegnehmen lassen und haben gekämpft. Und dann kommt der Widerstand, die Pleite der Russen als Weltmacht, vor Kiew, nördlich Kiew, zerschlagen zu sein, ausweichen und neu ansetzen. Und die Ukrainer formieren sich zur Verteidigung mit allem, was sie haben. Und da wird es blutig und geben keinen Zentimeter freiwillig auf. Und der Russe gibt jetzt auch nicht auf und der muss sich da jetzt durchwalzen, weil die Ukrainer feststehen wie ein Fels. Ja, durchwalzen heißt, Sie haben es ja schon erwähnt, 70.000 Schuss Munition pro Tag wird verschossen von den Russen. Die Ukrainer sagen, wir haben alles schon verschossen, wir haben nichts mehr. Es wird ein Wettrennen mit der Zeit. Munition ist ein gutes Stichwort. Armin Pappberger, der Vorsitzende von Rheinmetall, hat angeboten für die Bundesrepublik Deutschland, ich könnte bis zu 240.000 Schuss Munition im Jahr produzieren. Das wären 3 Tage verschossen. Das wären 240.000, pro Monat 20.000. Ja. Sie sehen, wie, um mal nur so ein Gefühl für Zahlen zu bekommen, wie schwierig das ist für die Ukrainer, für die Russen auch, aber für die Russen leichter, diesem Druck standzuhalten. Aber Sie waren ja selber General. Haben Sie nicht jeden Tag Bericht bekommen, wie viel Munition noch im Lager ist? Ja, oder das war nicht viel. Bei einem Manöver wird doch immer Bericht erstattet. Ja. Bei Manöver auch. Wir haben ja auch die Berechnung gemacht. Und da hat der Verteidigungsminister Pistorius absolut recht. Und das hat Frau Lamprecht eben so nicht sehen wollen. Wir müssen unsere Depots mal lüften, mal reingucken, was drin ist und auffüllen. Da ist nicht so viel drin, glaube ich. Ja, aber ich versetze mich mal in die Zeit, als Sie aktiver General waren und Sie stellen fest, unter Manöverbedingungen kann ich diesen Krieg nur einen Tag weiterführen, weil in den Depots keine Munition ist. Ja, das zwingt zu Überlegenheit. Das heißt, wie funktioniert das denn überhaupt bei der Bundeswehr? Sie rufen wen an, wenn Sie sagen, in meinem Depot habe ich zu wenig Munition. Wer ist denn für dieses Desaster verantwortlich?
Na, jede Armee für sich. Jede Armee für sich legt einen Schlüssel fest, x Panzer. Da sprechen wir von der Bundeswehr. Ja, ja, ja. Die Bundeswehr hat, weiß ich was, 300 Panzer oder 500 Panzer. Und jeder Panzer hat eine Munitionsmenge von 50 und das nehme ich mal 3. So, das ist da also 50 am Fahrzeug und die dreifache Menge irgendwo im Depot, als Beispiel. So, und da können Sie sich aber ausrechnen bei den Zahlen, die wir heute sehen in der Ukraine, dass selbst diese Zahl, mein Beispiel, nicht lange reichen würde. Das zwingt also, Sie müssen, wie man so schön sagt, schnell den Krieg beenden. Das Vorbild von nur rein militärisch betrachtet, ist der sogenannte Blitzkrieg oder der Sechstagekrieg der Israelis, wo sie in schneller, kurzer Zeit den Sack zumachen. Da geht denn das überhaupt noch? Sie sind angegraben, Bachmut ist ja ein Beispiel. Das ist wie im Ersten Weltkrieg, Verdun. Wenn sie gut gewesen wären und hätten die Hauptstadt genommen. Ja, wenn sie überall heute geht es nicht mehr. Heute können sie es nicht. Und selbst mit 16 Leopardpanzer mal immer einen kleinen Vorschusswagen. Ja, ja, also ich sage, da kommt ja noch mehr. Da kommen noch die Challenger, dann kommen noch die Abrams. Die Franzosen haben noch einiges. Also es wird nachher schon, dann gibt es noch die alten Leopard 1. Da liefert Deutschland etwa 99, meine ich gelesen zu haben, also etwa 100. Also insgesamt kommen da nachher rund 200 Panzer zusammen, tropfenweise, nach und nach. Verteilt auf 1500 Kilometer. Ja, ja, eben. Die Front bleibt ja nach, die wird ja nicht kleiner. Aber nun müssen Sie nicht 1500 nehmen, das Kartenhaus kann noch zusammenbrechen, wenn Ihnen es gelingt, in der Mitte durchzuschneiden. Wenn Sie sozusagen diesen Schlauch durchtrennen können, erfolgreich und damit die Versorgung alles unterbrechen. Dazu brauchen wir aber trockenen Boden und nicht Schlamm. Und ja, Schlamm oder man kennt sich aus oder man kann im Zuge von Straßen, also da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, aber auch so ein Abtrennen, wie so eine Amputation, das ist auch nicht einfach, weil sie dann zwei Fronten haben. Sie müssen ja nach links und rechts dann sichern, ist also viel Arbeit. Und wird man leicht eingekesselt. Ja, ja. Na, genau, also es ist nicht unriskant. Ja. Also es wird jeden Tag schwerer, will ich damit sagen, für die Ukrainer, die Rückeroberung in Gänze zu schaffen. Ja, jeden Tag schwerer. Ja. Das heißt, irgendwann ist der Point of No Return. Naja, das wäre der schlimmste Fall. Aber den hat ja der Westen ausgeschlossen, weil er gesagt hat, wir unterstützen die Ukrainer in ihrem Freiheitskampf so lange wie nötig. Das klingt ja alles gut, Herr General. Aber wenn ich keine Munition habe, ja, wenn mein Panzer geklaut ist, ja, oder erobert ist oder kaputt ist, dann nützen ja diese Reden alle gar nichts. Das wird sich aber erst später rausstellen in den Geschichtsbüchern. Das wissen Sie ja heute nicht. Ja, aber wir wissen es im Sommer, wenn die Offensiven nicht klappen. Ja, das, im Sommer wissen wir in der Tat mehr. Und dann, wie lange kann die Ukraine dann überleben? Das ist eine gute Frage, die ich nicht weiß. Sie sind jetzt im Manöver. Ich weiß ja die Zahlen nicht. Ich habe ja keine konkreten Zahlen mehr. Als aber Sie gucken Ihre, wie heißt dieses Programm? Ja, ja, Data Miner und sonst was. Ja, das weiß ich. Aber da stehen auch die Zahlen nicht drin. Die hält natürlich jeder geheim. Und keiner sagt dem anderen, das ist jetzt meine letzte Kugel. Das ist ja auch logisch. Also die hält man schon geheim. Aber wir haben ja so Beispiele genannt, die öffentlich zugänglich sind. Der eine, der Herr Pappberger von Rheinmetall, der größten Munitionsschmiede in Deutschland, sagt 40.000, 20.000 im Monat kann ich produzieren, hat aber noch nicht angefangen. Hat keinen Auftrag. Hat noch keinen Auftrag. Aber nur als ein Beispiel, nehmen wir das mal an, Amerika kann vielleicht die fünffache Menge produzieren, Frankreich auch noch was. Man kann schon als Gemeinschaft eine Menge Munition produzieren, wenn man es denn will. Wenn man es denn will. Man will ja bestimmte Dinge. Und das muss man ja auch bezahlen. Ja, wer bezahlt das? Ja, Sie ja. Und ich, wir Steuerzahler. Naja, klar. Ja, 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 sicher. Ja, na klar. Ja. 100 Milliarden sind ja schnell verpufft. Wenn Sie jetzt 100 Milliarden sagen, dann spielen Sie auf das Sondervermögen an. Das Sondervermögen ist nicht für die Ukraine. Das Sondervermögen ist dafür da, dass die Bundeswehr wieder schlagkräftig wird. Ja, dann braucht die Bundeswehr aber auch Munition. Ja, ja, natürlich. Die sind in den 100 Milliarden drin. Und dann sagt der Selenskyj, jetzt hast du die Munition, jetzt gib sie mir mal. Das kann sein. Das entscheidet dann die Politik, ja, wie viel sie abgeben will oder nicht. Aber in der Tat, einige, ich bin sehr dankbar, dass Sie das sagen, einige verwechseln das. Die 100 Milliarden sind ausschließlich für die Bundeswehr. Zur Aufrüstung der Bundeswehr, damit die wieder funktioniert.
was wir der Ukraine geben, hat mit den 100 Milliarden nichts zu tun. Das kommt on top. Ja. Das müssen die Politiker auch deutlich sagen. Also nehmen wir mal die 7 Haubitzen, die wir weggegeben haben. Jede Haubitze kostet 500.000, weiß ich nicht. Etwa 500.000 mal 7. Also sind das 3,5 Millionen schon mal weg. Ja. Die müssen alle ja neu gekauft werden. Dazu kommen die vielen, vielen Panzer, Schützenpanzer, die Bergepanzer, die Sanitätsfahrzeuge und. Die Bundeswehr, Republik Deutschland hat ja sehr viel geliefert. Ich glaube, wir sind die drittgrößten insgesamt. Und das ist ja alles noch nicht bezahlt. Ist ja nur abgegeben. Ist noch nicht mal in Rechnung gestellt. Das weiß ich nicht. Ich mache ja nicht die Finanzen. Aber natürlich, das muss im Endeffekt bezahlt werden. Und wird das denn alles von deutschen Rüstungsfabriken fabriziert? Nicht alles, da sind ja auch Kooperationsmodelle bei, das weiß ich jetzt nicht im Einzelnen. Da müsste man jedes Modell sich angucken, aber nehmen wir Mercedes, LKW sind bestimmt dabei, MAN, LKW sind bestimmt dabei, ohne dass ich das genau weiß. Also wenn es heißt, LKW ist abgegeben. Ja. So, das ist weg, noch auch nicht bezahlt. Auch wenn der THW Autos abgibt, haben sie ja auch gemacht, ja. Um Katastrophenschutz zu machen. Die müssen ja auch hier in Deutschland wieder neu gekauft werden. Und irgendwer muss bezahlen. Ja, ja, sicher. Kommen wir zum anderen Thema, was offen ist. Es ist wie mit der Munition. Die Ukrainer sagen, sie wollen unbedingt Kampfflugzeuge haben. Warum zögern alle Beteiligten und sagen, wollen wir nicht, weil ein dürfen Kampf wir nicht? Ja, also ich bin auch dafür und sage ja auch, wenn man vorne sagt, wie Minister Pistorius und wie der Bundeskanzler sagt, wir tun alles, was sie brauchen, um rückzuerobern, dann muss ich auch alles geben. Ja. Aber nur Flugzeuge nicht. So, also Flugzeuge will man, glaube ich, deswegen nicht geben, weil sie im Gegensatz zum Panzer natürlich weit fliegen. Ein Panzer kann nicht weit fahren. Und also Sie wissen, was ich meine. Ein Flugzeug könnte natürlich auch bis nach Moskau fliegen, ja, aber um ein Beispiel zu sagen. Flugzeug braucht natürlich einen Flugplatz. Sieht man doch von oben. Ein paar Artillerie-Granaten. Ja, ja, die haben ja Flugplätze im Westen, bei Lemberg oder sonst wo. Ja, aber also sie haben keine Flugzeuge in der Luft, die Ukrainer. Wenig, ja. Wie kommt's? Ja, weil sie große Sorgen haben natürlich vor russischer Luftabwehr. Beide Seiten haben die Sorge vor der Luftabwehr. Sie wissen, dass wir den Gepard-Panzer geschickt haben. Das ist das Flugabwehrsystem. Der ist besonders gut und überlegen gegen Hubschrauber. Sie sehen ja auch kaum noch Hubschrauber, weil die sagen, wo ein Gepard ist, da fliege ich nicht rein. Ist die Gefahr, dass der mich erst sieht, also die Radardinger, mich erst sieht, den Hubschrauber schießt ab. Also das hat dann eine abschreckende Wirkung. Deswegen ist der Gepard so hilfreich. Ja, und in Afghanistan waren das die Stinger-Raketen, die diese Funktion hatten. Ja, ja, ja. So, und haben die Ukrainer ja auch noch. So, und jetzt kommt, warum Kampfflugzeuge? Die mit den Kampfflugzeugen hat er schon einen Vorteil, weil er weit gucken kann. Durch Radar und eine quasi optische Sicht. Und er kann natürlich den Bodenkampf in Bachmut stark unterstützen mit seinen Abstandswaffen, Boden, also Luft-Bodenkrieg führen, auch für den Fall einer russischen Offensive, die dort Panzer, also kolonnenartig antreten würde, hätten sie mit einem Flugzeug natürlich gute Gelegenheit, so einen Angriff abzuwehren. Deswegen wollen die das haben, eben weil die Ukrainer ja durchzählen jeden Tag, wie viel habe ich noch? Ja. Und wie viel ist doch klar. Wie viel haben Sie noch? Sagt das Ihre schlaue Nein, das Webseite? Weiß ich auch nicht. Nein, das weiß ich. Aber es wird ja jeden Tag weniger. Ja. Der Generalstabschef, ich sagte ja, der hat gesagt, er hatte mit 1000 den Krieg angefangen, jetzt hat er noch 300 Panzer. Naja, kann man leicht ausrechnen. Haben Sie gesagt, welche Rolle spielen eigentlich Cyberwar in diesem Krieg? Wer ist da besser? Und wie funktioniert das? Ja, indem man die Netze des anderen stört, da weiß ich nicht genau, offensichtlich funktionieren sie ja noch, die Netze. Aber wenn wir Cyber im weitesten Sinne nehmen, dann gehört dazu auch Fake News, wo man falsche Behauptungen einfach verbreitet, vielleicht auch falsche Schlachtbilder bringt. Gummipanzer auf den Boden stellen. Oder sowas. All das haben die Amerikaner 1944 auch schon gemacht. Genau, genau. Also wenn man Cyber so weit fasst, bis hin zu Fake News, dann tobt das auf beiden Seiten. Jeder wird dem anderen irgendwas Böses unterstellen. Also das spielt natürlich eine große Rolle, aber auch in der Abwehr von elektronischen Möglichkeiten natürlich. War das schon ein Thema 2016, als Sie Oberkommandierender? Ja, war es auch schon. Cyber ist sozusagen eine neue Domäne und Frau von der Leyen hat ja seinerzeit ein Cyber Command der Bundeswehr in Dienst gestellt, weil sie politisch und die Soldaten militärisch der Überzeugung waren zusammen,
da ist ein neues Element, sozusagen der Informationsraum im weitesten Sinne, der ist so wichtig, den müssen wir speziell mit Spezialisten ausstatten. Und dadurch ist Cyber Command entstanden bei uns in der Bundeswehr. Das ist etwa 5-6 Jahre her. Aber das war ja eine Reaktion, weil es schon da war. Also man kann sagen, seit 10 Jahren etwa spielt diese Fake News-Geschichten eine entscheidende Rolle. Vor allen Dingen auch, dass sie mit Elektronik sozusagen, ohne dass sie körperlich eingreifen, irgendwo einen Schalter anmachen oder ausmachen. Wer ist denn da besser? Die Ukrainer oder die Russen? Die Israelis. Aber sind die involviert in Nein, der Ukraine? Natürlich nicht. Sie haben gesagt, am Anfang Dienste und haben die aufgeführt. Da haben Sie israelischen Dienste mit erwähnt. In Israel war ich eingeladen, das ist gar nicht so lange her. Ich habe mir das mal angeguckt. Die haben richtige Cyber-Akademien, wo die Leute ausgebildet werden, die Soldaten, aber auch andere, wo sie das richtig professionell machen. Also da kann man nur staunen. Da staunt man, geht man atemlos aus diesen Gebäuden raus und sagt, Donnerwetter, was die alles machen. Ja, und also, was die alles hören und sehen. Genau, so ist es. Ja, was sehen die denn? Wie weit können die gucken oder hören? Ich denke, die interessieren sich ganz insbesondere, ich weiß das natürlich nicht, aber einmal interessiert man sich immer für die Nachbarn, da haben wir Syrien, blutiger Mensch, Jemen. Ja, aber können die auch bis zur Ukraine gucken? Ja, sicher. Sie gucken aber vor allen Dingen bis nach Teheran. Das interessiert sie, glaube ich, mehr. Ja, aber in der Ukraine sehen Sie ja die russische Taktik. Ja, klar, die sehen Sie auch in Syrien. Also sie haben immer Elemente. Ich sagte ja, guckt jeder dahin. Jeder interessiert sich dafür. Also wenn Sie jetzt mal so wetten und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht der Krieg dieses Jahr wahrscheinlich zu Ende, weil die eine oder die andere Seite keine Luft mehr hat zum Atmen, sprich keine Munition mehr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es so kommt. Also ich sehe einen Stellungskrieg. Wir warten jetzt auf die Frühjahrsoffensive. Ja, jeder will einmal richtig den großen Punch machen und damit eine Entscheidung herbeizwingen. Ja. Wenn das für die Ukraine jetzt nicht gelingt, was ich annehme, der große Wurf, es wird ihnen immer was gelingen, aber nicht der große Wurf, dann wird es eng, dann haben wir einen Grabenkrieg, einen Abnutzungskrieg. Und ein Abnutzungskrieg kann nicht im Interesse der Ukrainer sein, zahlenmäßig. Russland wiederum kann ohne großen Punch leben, weil sie ja schon eine Menge haben. Er kann mehr Munition und Panzer nachproduzieren und liefern aus eigener Kraft. Und dann hat er noch iranische Drohnen und weiß der Teufel was. Rein mengenmäßig ist natürlich Russland größer und insofern sehe ich durchaus kommen, dass es in diesem Jahr noch zu Waffenstillstandsverhandlungen kommt, was nicht heißt Frieden. Ich muss noch eine Frage stellen und dann sind wir am Ende der Sendung. Was ist denn mit der Drohung, Atomwaffen einzusetzen? Die muss man ernst nehmen. Russland ist, wie wir wissen, eine Atommacht, hat am meisten Atomwaffen auf der Welt mit etwa 6.600 Sprengköpfen. Da können sie also viel atomisieren. Und Präsident Putin hat über 20 Mal das Wort Atomwaffe, Nuklearwaffe genutzt oder als Drohung genutzt im abgelaufenen Jahr. Also das muss man ernst nehmen, nimmt auch jeder ernst, darf das nicht leichtfertig sein. Von der Praxis, aber wie weit einer noch vernunftbegabt ist in diesem Krieg, weiß ich nicht. Es bringt nichts. Also will ich Kiew atomisieren, damit die aufgeben, um es dann hinterher atomar haben zu wollen? Ich war in der Nähe von Kiew, habe mir mal Tschernobyl angeguckt. Das sieht ja heute noch schrecklich aus. Nach 40 Jahren, nachdem das Kraftwerk hochgegangen ist. Aber Sie also, haben ein Wort, ein Wort gesagt, und das soll er dann auch den Schlussakkord einleiten unseres Gesprächs. Vernunft. Wie weit unterstellen Sie denn Herrn Putin Vernunft? Ja, muss ich immer noch, weil ich sage, der Einsatz Nuklearwaffen ist so fürchterlich, so riesig und er kann nicht die Nuklearwaffe einsetzen in der Annahme, dass es keine Konsequenzen hat. Ja. Die Amerikaner haben als Nuklearmacht, nicht als NATO, deutlich demonstriert, wenn Russland Nuklearwaffen einsetzt, gibt es eine Antwort und eine Antwort kann sein, konventionell mit einer Riesen-Campaign seine Streitkräfte in der Ukraine zu vernichten. Also, das könnte heißen, Dritter Weltkrieg.
Ja, und das muss er sich überlegen. Der Schaden auch für Petersburg und Moskau ist immens. Vielen Dank, Herr General, sage ich militärisch. Ja, vielen Dank, Dr. Brinkmann. Es war mir ein Vergnügen. In Zivil. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen und bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Denn, und wir wissen jetzt sehr, sehr viel mehr. Und wir hoffen nicht, dass es zu diesem Schluss kommt, den wir gerade skizziert haben. Ernstes Thema. Ich hoffe, dass die Vernunft eben bei Herrn Putin doch noch ein Stückchen da ist und das nicht passiert. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wie immer, zu unseren Sendezeiten. Bis dahin, danke und tschüss.